Servus Leute, sind wir wieder zurück bei Civilization 5 mit Mr. XP und TT Simon. Ja, hallo. Von der Gaming Galaxy. So, dann wollen wir das Ganze mal wieder anfangen. Mal schauen, ob wir diesen Planeten gescheit besiedeln können. Was bei mir halt schon erste Mal eine Schwierigkeit darstellt, weil mein Kolonist wurde gefressen. Nein. Vielleicht gefressen, vielleicht wurde er ja auch, wie soll man sagen, in eine neue, an einen besseren Ort geführt. Ja. Ist jetzt an einem besseren Ort. Das ist die Dimension, in der Schokolade regnet. Chocolate Rain. Nicht nur Schokolade, auch, keine Ahnung, was ist denn noch so schön? Steuererklärung. Was? Ja. Das hast du jedes Mal, wenn du eine Steuererklärung machst, kriegst du 1000 Euro zurück. Ich muss auch keine Steuererklärung machen. Das ist der Vorteil. Ach so. Ah ja. Dann ist das natürlich was Schönes, die Steuererklärung. So. Na, vielleicht. Haha, du musst sie machen. Haha, ich nicht. So macht man sich Freunde. Ja, auf jeden Ungefähr, Fall. Ungefähr, ja. Ich habe ja jetzt noch total die Auswahl. So. Würdet ihr mir verraten, auf welche der Affinitäten ihr geht? Ich habe anfangs einen großen Fehler gemacht und bin auf Harmonie gegangen. Mehr verrate ich jetzt nicht. Ich bin auf Vorherrschaft. Okay. Ich bin auf gar nichts, also. Ich habe keine Ahnung, auf was ich gehen soll. So, ich baue schon wieder sehr lang, aber das ist die erste Runde, wo ich wieder ins Spiel eintrete. Das heißt, ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Erstmal so die Checkliste wieder rausholen. Irgendwie sowas, ja. Weißt du was, ich mache das nächste Runde. Ja, nächste Runde. Weil meine Forschung, die ich gerade gemacht habe, die hat nur noch eine Runde gedauert. Das hat sich also gelohnt. Meine Stadt ist fertig. Mhm. Mein Siedler rollt zum Ziel. Wir forschen das und dann forschen wir erst das. So viel logisch. Oh, ich kann einen Wert entwickeln. Wobei. Das müsste ich jetzt erst machen. Gehst bitte mal da. Okay, so, ich bin wieder fertig. Ich noch nicht so ganz. Muss ein bisschen was auswählen erst. Nein, auch mal, wie kann man, ich habe nur mal eine Frage, wie kann man auswählen, was man als nächstes erforschen will? Also zum Beispiel jetzt nur mal so als erstes dann Terraforming und dann Organik. Also wie wählt man aus, dass man die nacheinander macht? Shift. Shift, danke. Hätte ich wieder nicht verraten sollen, gell? Die Geheimnisse der Forschung. Nein, ich will ja nur, dass, also wenn du nichts machst, und dann muss ich ja auch eigentlich irgendwas machen. Und theoretisch, sonst ja. Sonst ist das ja langweilig. Und so kann ich ja zum Beispiel was machen. Ich halte jetzt hier Hunger. Guck mir mal so ein paar Sachen an. Was baue ich hier als nächstes? Wie groß ist meine Stadt? Nicht groß genug. Okay, dann bauen wir das und dann bauen wir das. Wie groß ist meine Stadt? Nicht groß genug. Kontakt. Nee. Gut, bin jetzt auch fertig. Okay, gut. Nächste Runde. Oh, ups. Okay, diesmal seltsam. Diesmal hat sich das schon etwas anders verhalten. Naja. So, nächste Runde. Ich guck da mal, was kann ich da jetzt angucken? Wie gesagt, ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Ich habe dann ja danach immer recht schnelle Runden. Da einmal so ein bisschen fertig bin. Ja, dann gucke ich mir jetzt gerade so alles so ein bisschen an. Okay. Schauen, ob ich eine Sonde finde. Ah ja, da hinten ist eine. Sehr gut. Im ersten Spiel habe ich mich natürlich noch ein bisschen dumm angestellt. Dass Blackie gerade fertig war. Und ich drücke auf fertig und er ist nicht fertig. Damit. Was macht ihr da? Es hätte so schön sein können. Quest aktualisiert. Was habe ich denn gemacht? Schalten Sie eine Einheit des Typs Belagerungswurm aus. Okay. Oh Gott, ich habe ein Nest entdeckt. Oh, heißt das, es ist einer in der Nähe? Möglicherweise. Nö, gerade nicht. Ach ja, ich erinnere mich, da war dieser Blödsinn. Genau. Etwas, das ich anfangs nicht wusste. Ich kann gerade immer noch nicht handeln mit Städtminenbau.
unpraktisch. Kannst du keine Wagen bauen? Doch, ich habe einen Handelskonvoi, aber ich kann trotzdem nicht mit denen handeln. Entweder habe ich ein Miasma-Problem, dem nachzufolge, oder ich habe ein grundsätzliches Problem, von dem ich gerade noch nicht weiß. Weil ich habe auch nicht ewig geübt. Also habe ich keine Ahnung. Ja, was ich da gerade so wirklich geübt? Was mich da gerade so auffällt. Naja, in einem oder zwei Spielen kann man ja noch lange nicht alles rausfinden, was dieses Spiel zu bieten hat. Da muss man schon 4, 5, 6 Spiele spielen. Are you sure? So ziemlich. Nice. Das hätte ich eher bebauen sollen. Habt ihr eigentlich sowas wie Kieselerde in der Nähe? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich hab Obst. Das hab ich auch. Der ist Basalt. Da. Kupfer, Gold, Phyroxid. Ich muss aber sagen, seltsamerweise geben Algen mehr Nahrung als Obst. Ja, Algen sind ja auch als Obst. Wie geben sie genau? Achso, abgebaut oder? Beides abgebaut. Da hast du wahrscheinlich eine Forschung getätigt, die das verbessert. Nee, ich glaube, das ist auch logisch so. Ich meine, Algen sind nährstoffreich. Soweit ich weiß nicht. Also wie gesagt, ja, schon sind sie, aber hier. Normalerweise sollten sie nur 3 Nahrung geben, weil sie ja auch Energie geben. Okay. Ganz im Ernst, warte, ich gehe einmal kurz in die Optionen. Mach einmal nur kurz für mich, du musst ja nicht unbedingt. Okay, hier gibt's nichts mehr zu repulsern. Was ist denn hier los? Kann man irgendwie seine Orbitaleinheit wieder runterbringen? Nee. Schade. Und auch nicht versetzen, sobald sie mal gesetzt ist. Nö. Nein, gar nicht. Kommt einfach irgendwann wieder von alleine runter. Ja, bloß bei mir ist das Problem, hier gibt es kein Miasma mehr zu entfernen. Ja, das ist klar, die Einheit ist dafür konzipiert, das nur einmal zu machen. Genau. Aber sie steht halt jetzt noch rum und will halt jetzt jede Runde einen Befehl bekommen. Was? Okay, das hatte ich noch nicht. Ja, ist halt besonders schlau. Wobei ich gerade sehe, dass eigentlich schon noch ein Feld in deren Reichweite mit Miasma versetzt ist. Ich weiß nicht, warum die das tut. Dann dauert das. Das dauert die Zeit an. Ja, aber die Zeit. Sie will trotzdem jede Runde einen Befehl, also keine Ahnung. Die Sonne will einen Befehl? Ja. Hast du sie in den Orbit? Also sobald, bei mir ist es so, sobald man sie in Orbit schickt, ist fertig. Vielleicht, weil ich ihr letzte Runde versucht habe, einen Befehl zu geben. Mal schauen. Ich gebe jetzt ein, ich klicke auf das Feld mit, es funktioniert nicht. Naja, gut. Wird schon irgendwie gehen. Zeig mir meine Stadt. So. Ah, diese Aliens! Diese verschissenen Aliens! Die haben gerade einen Erkunder von mir gefressen. Hallo. Nicht mal an die Sonde komme ich ran. Es ist so gemein. Dieser Startplatz, so wie er ist, bei mir. Okay. Questentscheidung. Okay. Wenn ich mich hier hinsetzen würde. Nee, das ist nicht gut. Ich glaube, Mr. XP hat eine Entdeckung gemacht. Ja, ich kann zielen. Wow, yeah. So, dass du mehr Punkte als das nicht. Nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte gerade was anderes. Nein, das darauf. Leute, habe ich noch nicht mal drauf geguckt. Nein, ich meinte was anderes. Dafür muss man ja nicht zählen. Das wird ja schon vorgezählt. Naja. Wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. Also würde das auch in dieser Situation sicher irgendwie helfen. Was haben wir hier? Oh ja, Handelslager. Was brauche ich gerade mehr? Produktion. Jedes kleine Fünkchen Produktion hilft. Oh, damn it. Das stimmt. Klein, oder anders gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Gut, ich weiß nur nicht, ob wir das am Anfang schon gesagt haben. Irgendwas haben wir mit den Rundeneinstellungen oder ich mit den Rundeneinstellungen kaputt gemacht und das wird ein sehr kurzes Spiel.
ist uns aufgefallen beim neuerlichen Starten des Ganzen. Wahrscheinlich nur um die 100 Runden. Das heißt, ein Drittel haben wir jetzt schon hinter uns. So ziemlich. Oder wir sagen, wir machen dann trotzdem mit den anderen Siegtypen weiter. Das könnten wir machen. Ich bin mir da aber noch nicht so ganz sicher. Ja, man kann ja sagen, so jetzt bin ich fertig, also. Jo. Ne, ich meine, wir können dann ja vielleicht auch ein neues anfangen. Mal schauen. Okay. Ohne Vermutung. Vielleicht wäre dann der Kubi dabei. Von Cube TV. Wehe. Also jetzt nicht das, sondern hier mit den Stationen. Wehe. Wieso, wirst du von Würmern angegriffen? Wo ist die Kackstation? Wo ist die Kackstation? Wo ist sie? Ach da, gut. Ach da. Nee, da stand okay. Gerade, ich wollte gerade noch eine Stadt gründen und dann stand da nämlich, wollen Sie, welcher Kleinmacht wollen Sie zustimmen? Und dachte ich so, wetten die, wir jetzt da eine Stadt gründen, wo ich eine Stadt gründen will. Aber nee, sie ist woanders. Vielleicht. Apropos. Ah, ich mach mal hier. Nur mal so als. Ja? Als Hintergrundinformation. Wenn man mit Kleinmächten nicht handelt, sterben sie automatisch aus. Ja, ich würde gerne mit Städtminenbau handeln, aber sie lassen mich nicht. Also, wenn du das nicht bald hinkriegst, dann, oh mein Gott, sterben sie. Mhm. Ich werde mein Bestes geben. Normalerweise kann das ja nur am Miasma liegen, aber irgendeinen anderen Grund muss es theoretisch haben. Gut, ich kann das jetzt nicht sehen. Trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Stadt umringt ist von Miasma. Na, muss sie auch nicht. Sie liegt ja auch am Meer. Also. Ja, aber meine Stadt liegt nicht am Meer. Ja, aber ihre. Das heißt, ein Geländefeld kann es nicht erreichen, weil da Wasser ist. Ja, nee, trotzdem. Also, sollte eigentlich nicht komplett von Miasma umringt sein, wie gesagt. Oder kann ich das machen? So, bei mir heißt es erstmal größtenteils abwarten. Und mal sehen, was so kommt. Hoffentlich kein Wurm. Nö, nö, nö. Der Wurm, den ich hatte, der ist zum Glück vorbeigezogen. Er hat sich nur an einem meiner Bauernhöfe gütlich bedient, so om nom nom nom. Und ich versuche gerade, der wird doch sterben, oder? Ich versuche gerade einem Alien-Nest vorbeizukommen, aber ich glaube, der wird sterben. Okay. Aber ich stelle mir so vor, so, der Wurm so kommt so an die Grenzen. Lecker. Einer wurde essen. Getötet. Nein, nicht unsere Feldfrüchte. Nom, 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 nom. Ich würde gerne den Eiffelturm bauen. Wieso geht das nicht? Ja, das würde ich auch gerne. So vorwurfsvoll. Wieso geht das nicht?